Ich war einer von denen, die enge Beziehungen zum Episkopat hatten. Den Nuntius in Bukarest, Patrick O'Hara, kannten und ich hatte regelmäßigen Kontakt zu den Bischöfen. Ich wurde von der Securitate gesucht, die mich benutzen wollte, um die Kirche zu attackieren, um Informationen über die Kirche zu bekommen, die Beziehungen der Bischöfe untereinander und ihre Haltung gegenüber dem kommunistischen Regime in Rumänien. Einmal festgenommen, wurde ich zu verschiedenen Stellen zum Verhör gebracht, wo ich geschlagen wurde, ohne dass mir eine einzige Frage gestellt worden war. Nachdem die körperliche Misshandlung keinen Erfolg hatte, wendeten meine Peiniger psychologischen Druck an. Sie nahmen einen Sandsack, etwa die Größe einer 1-Liter-Flasche, und schlugen mir damit auf den Kopf. Rede, rede, rede. 50, 80, 1000 Mal. Keine Frage, nur rede. Ich fühlte mich, als würde mein Kopf in Stücke zerbersten. Man stellte mir keine Fragen. Ich hörte nur rede. Man sollte sich mühen, aus jeder Versuchung eine Tugend zu machen. Nach jedem Schlag, wenn sie mich aufforderten, rede, sagte ich zu mir, ich werde nicht reden. Ich werde nicht reden. 50, 200, 1000 Mal. Ich werde nicht reden. Ich konnte nichts anderes sagen, als ich werde nicht reden. Sie holten eine Wölfin. Ich musste auf 2 Quadratmetern laufen. Das hieß 2 Schritte hier, einen dort, so lange, bis ich benommen war. Jedes Mal, wenn ich stehen blieb, kam die Wölfin hereingerannt und sprang auf meinen Rücken. Als ich hinfiel und mir die Peiniger einen Eimer Wasser ins Gesicht schütteten, hörte ich sie sagen: Wisst ihr, wie lange er gelaufen ist? 39 Stunden. Wir hätten ihn zum Marathon nach Rio schicken sollen. Nachdem sie das Wasser in mein Gesicht geschüttet hatten, lief etwas Warmes über meine Wangen. Ich empfand die Wärme als angenehm, bis zu dem Moment, wo es in meine Augen und die Nase kam und zu stechen anfing. Ich öffnete meine Augen und sah den Bauch der Wölfin. Jetzt verstand ich. Die Bestie urinierte in mein Gesicht. Eine Demonstration der Menschenverachtung des sozialistischen Regimes. Ich wurde auf die Fußsohlen geschlagen, bis die Haut aufplatzte. Ich wurde von 2 Männern mit einem Eisenstab geschlagen. Sie wechselten sich dabei ab. Sie konnten nicht mehr. Aber das Problem war, dass ich noch mehr auszuhalten hatte. Es war Gründonnerstag und ich hörte die Glocken der nahen Kirche läuten. Auf einmal erinnerte ich mich, dass Jesus auch geschlagen worden war. Und so wie Jesus am Kreuz laut aufgeschrien hatte, Eli, Eli, lama sabachthani, begann ich zu wiederholen. Jesus, Jesus, wir rufen nach Jesus, um mit ihm zu leiden. Ich konnte nicht gehen. Meine Beine waren wie Fußbälle. Sie zerrten mich in einer Decke in meine Zelle und ließen mich dort liegen. Ich weinte, als ich meine Wunden sah und in meinen Halluzinationen, ich war besinnungslos von den Schlägen, sagte ich mir immer wieder, Jesus will mich küssen. Mit diesen Wunden,
mit diesen blutigen Lippen. Jesus war bei mir. Die Therapie ging weiter. 3 Monate lang wurde ich geschlagen. Keine Fragen, ich sollte nur reden. Ehrlich gesagt, ich wusste nicht, was sie von mir wollten. Dann drohten mir die Folterknechte, dass sie meiner Frau etwas antun würden. Sie wussten, dass wir nach unserer Hochzeit nur 3 Monate zusammengelebt hatten und dass sie schwanger war. Wir bringen sie her und lassen dich zusehen, wie sie gebiert. Wir schlagen sie, bis die Wehen kommen. Sie hatten eine Kassette mit Schreien einer Frau und sie sagten mir, hör nur, wie sie schreit. Als ich es hörte, geriet ich in Panik. Möglicherweise war es nicht schwer für sie zu erkennen, dass meine Frau ein Schwachpunkt war. Aber etwas in mir sagte mir, dass sie es nicht sein konnte. Und ich gab ihren Drohungen nicht nach. Aber es war das Schwerste, was ich je auszustehen hatte. Nach 2 Jahren Verhör mit einigen Pausen wurde ich vor Gericht gestellt. Der Staatsanwalt, die Person, die Anklage erhob, stellte fest, laut seiner Akte konnte keine Schuld festgestellt werden bezüglich des ihm Vorgeworfenen. Trotzdem fordern wir die Höchststrafe. Nach allem, wenn er nicht schuldig wäre, wäre er sicher nicht hier. Ich antwortete, Sie wollen mich für Taten schuldig sprechen, die nicht im Gesetz stehen. Die Taten, auf die Sie sich beziehen, fanden statt, als ein anderes Gesetz in Kraft war, als Kontakte zur Nunziatur, zu Bischöfen und das Leben in der Kirche nicht verboten waren. Ich bin mit dieser Interpretation der rumänischen Gesetze nicht einverstanden. Als Konsequenz darauf antwortete der Vorsitzende des Gerichts, 15 Jahre Zwangsarbeit. Ich protestierte. Aber es ist unmöglich, mich ohne Beweise zu verurteilen. Darauf sagte er, unmöglich? Das hier ist möglich. 20 Jahre Zwangsarbeit. Nach der Verhandlung wurde ich in das Gefängnis Aiud gebracht. Es waren Einzelzellen, in denen die Gefangenen völlig isoliert waren und nicht miteinander sprechen konnten. Als ich in die Zelle kam, gab es dort nichts. Kein Schrank, kein Bett, kein Stuhl, kein Tisch. Nur Gitter und Fenster ohne Rahmen. Wir wurden nackt in die Zellen gebracht. Das Wetter wurde jeden Tag schlechter. Es war windig und es schneite. Plötzlich hörte ich jemand an die Wand klopfen. Es war Professor Petru Tomescu, der Gesundheitsminister. Hören Sie bitte genau zu, sagte er. Jeder von uns geht herum. Wir wurden hierher gebracht, um durch Erfrieren ausgetilgt zu werden. Wer sich nicht bewegt, stirbt. Vergessen Sie das nicht. Gehorsam befolgte ich seinen Rat und ging täglich 23 Stunden auf und ab. Um 12 Uhr hörten wir damit auf. Es war der Moment, in dem die Sonnenstrahlen in unsere Zellen kamen. Wir knieten uns hin und die Sonne erhellte unsere Gesichter. Aber bald war sie wieder weg. Und nach einer halben Stunde waren wir durchgefroren und mussten uns wieder bewegen. 4 Monate lang gingen wir ohne Unterbrechung auf und ab.
Unerbittlich hörte man die Schritte von 60 Männern, die die ganze Zeit umhergingen. Wer auch immer stehen blieb, starb. Jilava war ein Gefängnis, das etwa 8 bis 10 Meter unter der Erde lag. Die Luftfeuchtigkeit war so groß, dass man dort nichts aufbewahren konnte. Der Sozialismus aber war erfinderisch und fand heraus, wie man diese Festung gut nützen konnte. Nichts überlebte. Kein Zement, keine Sättel, keine Uniformen, nicht einmal Nahrungsmittel. Der Mensch überlebte. Die Fenster wurden geschlossen und mit Brettern zugenagelt, sodass weder Luft noch Licht in die Zellen drang. Die Zellen waren überfüllt. Einige schliefen auf Bettgestellen, andere darunter. Die Feuchtigkeit sammelte sich unten in einem schwarzen Schlamm, einer Mischung aus Staub, Schweiß und Feuchtigkeit. Die Mischung enthielt jedoch noch etwas, Urin. Der Inhalt eines großen Blechbehälters, der in der Mitte des Raums stand, in den wir gezwungen waren, unsere Notdurft zu verrichten. Dank der erfolgreichen Aktivitäten der Securitate kamen immer wieder Gruppen neuer Häftlinge nach Jilava. Zu Beginn waren wir 12 Häftlinge in einer Zelle, dann 20 und später 40. Anfangs hatten wir 28 Zentimeter zum Schlafen. Die reduzierten sich schließlich auf 12 Zentimeter. Wir lagen auf der Seite und wenn die Knochen auf den Brettern den Schmerz nicht mehr aushalten konnten, schrie einer von uns: "Ich halte es nicht mehr aus!" Die ganze Reihe der Männer drehte sich dann auf die andere Seite. Nach einer Stunde, wenn wir mit unseren schmerzenden Gliedern nicht länger konnten, schrie wieder einer. Und wieder drehten sich alle um. Ein besonders brutaler Beauftragter des Innenministeriums besuchte uns und fragte: "Und wie geht es unseren politischen Gefangenen?" Ich sagte: "Herr Leutnant, sieht so der sozialistische Humanismus aus? Wir sitzen hier mit einem 80-Liter-Behälter voller Exkremente. Die Fenster sind vernagelt. Es gibt keine Belüftung. Ist das Humanismus?" Wir müssen zu dritt auf dem Bauch an der Türschwelle liegen, damit wir ein bisschen Luft von draußen bekommen. Ist das Humanismus? Der Leutnant antwortete: "Haben Sie gehört, Herr Kommandant? Die Türschwelle ist nicht in Ordnung. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Schwelle ausgetauscht wird, damit Sie keinen Zug bekommen." Am nächsten Tag brachte ein Strafgefangener eine Türschwelle aus einem dicken Brett. Sie war absolut dicht. Es war nicht mehr der Hauch eines Luftzuges zu spüren. Ich arbeitete auch in einer Gießerei in Aiud.
wo ich eine große Platte von mehr als 400 Kilo zu befördern hatte. Ein anderer Mann schob die Karre, während ich die Platte im Gleichgewicht hielt. Eines Tages fiel die Platte um und zerquetschte meine Hand. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht und von einem Chirurgen untersucht, der entschied, dass ich am nächsten Tag zur Amputation gebracht werden sollte. In der Nacht lag ich in meiner Zelle auf dem Rücken und weinte. Ich hatte große Schmerzen in meiner zertrümmerten Hand, die in ein Handtuch eingewickelt war. Ich weinte, und da sah ich die Silhouette eines Mannes an der Wand. Es war Monsignore Ghica, der mich zärtlich ansah. Er war seit mehr als einem Jahr tot. Er segnete mich und sagte: Mein Sohn. In diesem Moment hörte der Schmerz auf. Am Morgen kam ein Milizionär, um mich ins Krankenhaus zu bringen. Sie legten mich auf den Operationstisch vor denselben Arzt, der mir gesagt hatte, meine Hand müsse amputiert werden. Als der Arzt meinen Zustand sah, sagte er nur: Das ist nicht der Mann. Bringt ihn weg. Sie entließen mich aus dem Krankenhaus ohne jegliche Operation. Ich wusste nicht, was passiert war, nur dass ich keinerlei Schmerzen spürte. Als ich vom Krankenhaus ins Gefängnis zurückkam, schien die Sonne auf mein Gesicht. Und ich erinnerte mich an das, was Monsignore Ghica oft gesagt hat. Wenn du dich Gott näherst, ist dein Rücken im Schatten. Wenn du dich von Gott entfernst, ist der Schatten vor dir, auf deinem Gesicht. Ich war noch kein Priester, als ich ins Gefängnis kam. Im Gefängnis wurde ich mir meiner Berufung bewusst. Ich unterrichtete und betete täglich. Ich betete den Rosenkranz mit einer Gruppe von Mitgefangenen. Während der Zeit meiner Inhaftierung, in der ich ohne Eucharistie lebte, wurde das Gebet zum einzigen Mittel einer geistlichen Kommunikation. Ich trat in Beziehung mit Gott und glaubte, alles um mich herum wäre eine Offenbarung Gottes, eine Form der Ausstrahlung der Gegenwart Gottes. Die Gebete brachten Gott zu uns und niemand, nicht einmal Atheisten, konnten von seiner Gegenwart unberührt bleiben. Ich wurde nach Lugoi verlegt. Irgendetwas hatte das politische Klima in Europa verändert. Meine Frau und meine Tochter kamen. Meine Tochter kannte mich nicht, denn sie wurde geboren, als ich im Gefängnis war. Sie kam ganz allein in den Raum. Niemand rief sie. Und ich war geschockt, wie man ein 6-jähriges Mädchen mit Milizionären allein lassen konnte. Meine Tochter aber erkannte mich, obwohl sie mich noch nie gesehen hatte, und rief: Papa. Ich
Der direkte Kontakt mit Gefangenen war nicht erlaubt. Als aber der Milizionär, der Kommandant, das Mädchen sah, fragte er meine Frau: Wann hat sie ihn zuletzt gesehen? Meine Frau antwortete: Sie hat ihn noch nie gesehen. Sie ist in seiner Abwesenheit geboren. Das Mädchen war 6 Jahre alt. Die Situation berührte den Kommandanten innerlich. Also nahm er sie, führte sie hinter das Gitter, das uns trennte, damit ich meine Tochter berühren konnte. Ich küsste meine Tochter. Ich werde dieses Gefühl nie vergessen. Es fühlte sich an, als würde man mich mit einem Stück Draht schlagen. Ein Kuss, der schnitt wie ein Stück kommunistischer Draht. Mir wurde das Recht zugestanden, Post zu empfangen. Unter der Medizin, die ich erhielt, war eine Flasche. Der Milizionär, der die Pakete austeilte, musste alle Dinge kontrollieren, die uns geschickt wurden. Er nahm die Flasche, öffnete sie und probierte den Inhalt, spuckte ihn aber wieder aus. Er konnte den bitteren Geschmack nicht ertragen. Er gab mir die Flasche, ich nahm sie in meine Zelle und probierte. Es war Wein. Ein unvergesslicher Geschmack aus meinem eigenen Weinberg. Unverwechselbar und auf keinen Fall bitter. Gott tat ein Wunder. Der Milizionär, der ihn probierte, empfand ihn als bitter und spuckte ihn aus. Mit diesem Wein feierten wir die Heilige Messe. Wir gaben 8 Tropfen Wein und 1 Tropfen Wasser in Penicillinflaschen. Jeden Sonntag kamen wir, die Gläubigen, zusammen. Ein Mann, ein bekannter orthodoxer Priester, bat um die Erlaubnis, an unserer Liturgie teilzunehmen. Ich sagte ihm: Aber Hochwürden, das ist eine katholische Messe. Er antwortete: Wir haben dieselbe Eucharistie, wir beide, die Orthodoxen und ihr Katholiken. Die Eucharistie vereint uns. Vermutlich wird die Einheit der Kirche einmal aus einem gemeinsamen Verständnis der Eucharistie entstehen. Wir bewahrten das heilige Brot bei uns, ohne zu wissen, wer es in den folgenden Tagen brauchen würde. Wir versteckten es in unserer Zelle. Eines Tages, als ich von der Arbeit zurückkam, stand einer der grausamsten Milizionäre neben meinem Bett. Er hatte auf mich gewartet. Er nahm eine Tasche, die wir gemacht hatten, und fragte mich: Was ist das, du? Heiliges Brot? Ich sagte ja. Und dann fielen die Brotstücke auf den Tisch und rollten auf den Boden. Ich kniete nieder und begann, die heilige Eucharistie überall aufzulecken. Ich sammelte alles auf, was noch aufzusammeln war, und stand auf. Indessen fragte mich das Biest, der brutale Milizionär: Glaubst du wirklich?
Ich brach in Tränen aus und sagte, ja, Herr Kommandant, ich glaube. Als er das hörte, wurde er weicher. Und im Hinausgehen aus der Zelle sagte er, bete auch für meine Frau, denn sie ist krank. Sie hat Krebs. Wenn ich am Rande meiner Kräfte angelangt war und um wieder Kraft zum Weitergehen zu haben, sagte ich zu mir, mit dir, Christus, durch dich, Christus, und alles zu deiner größeren Ehre. Es war kein teuflischer Ort. Es war der Ort meiner Heiligung. Es war der Ort, an dem viele den Glauben fanden und für ihre Sünden büßten. Wenn uns der Teufel also leiden lassen wollte, dann hatte er uns und Gottes Heilsplan in Wirklichkeit einen Gefallen erwiesen. Der Teufel war da, aber er saß am Rand und raufte sich die Haare, weil er sah, wie er unsere Liebe zu Jesus entfacht hatte. Erfolgreichen Aktivitäten der Securitate kamen immer wieder Gruppen neuer Häftlinge nach Jihlava. Zu Beginn waren wir 12 Häftlinge in einer Zelle, dann 20 und später 40. Anfangs hatten wir 28 Zentimeter zum Schlafen. Die reduzierten sich schließlich auf 12 Zentimeter. Wir lagen auf der Seite und wenn die Knochen auf den Brettern den Schmerz nicht mehr aushalten konnten, schrie einer von uns, ich halte es nicht mehr aus. Die ganze Reihe der Männer drehte sich dann auf die andere Seite. Nach einer Stunde, wenn wir mit unseren schmerzenden Gliedern nicht länger konnten, schrie wieder einer. Und wieder drehten sich alle um. Ein besonders brutaler Beauftragter des Innenministeriums besuchte uns und fragte, und wie geht es unseren politischen Gefangenen? Ich sagte, Herr Leutnant, sieht so der sozialistische Humanismus aus? Wir sitzen hier mit einem 80-Liter-Behälter voller Exkremente. Die Fenster sind vernagelt.
Es gibt keine Belüftung. Ist das Humanismus? Wir müssen zu dritt auf dem Bauch an der Türschwelle liegen, damit wir ein bisschen Luft von draußen bekommen. Ist das Humanismus? Der Leutnant antwortete: Haben Sie gehört, Herr Kommandant? Die Türschwelle ist nicht in Ordnung. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Schwelle ausgetauscht wird, damit Sie keinen Zug bekommen. Am nächsten Tag brachte ein Strafgefangener eine Türschwelle aus einem dicken Brett. Sie war absolut dicht. Es war nicht mehr der Hauch eines Luftzuges zu spüren. Ich arbeitete auch in einer Gießerei in Aiud, gestellt worden war. Nachdem die körperliche Misshandlung keinen Erfolg hatte, wendeten meine Peiniger psychologischen Druck an. Sie nahmen einen Sandsack, etwa die Größe einer 1-Liter-Flasche, und schlugen mir damit auf den Kopf. Rede, rede, rede. 50, 80, 1000 Mal. Keine Frage. Nur rede. Ich fühlte mich, als würde mein Kopf in Stücke zerbersten. Man stellte mir keine Fragen. Ich hörte nur Rede. Man sollte sich mühen, aus jeder Versuchung eine Tugend zu machen. Nach jedem Schlag, wenn sie mich aufforderten, Rede, sagte ich zu mir, ich werde nicht reden. Ich werde nicht reden. 50, 200, 1000 Mal. Ich werde nicht reden. Ich konnte nichts anderes sagen, als ich werde nicht reden. Sie holten eine Wölfin. Ich musste auf 2 Quadratmetern laufen. Das hieß 2 Schritte hier, einen dort, so lange, bis ich benommen war. Jedes Mal, wenn ich stehen blieb, kam die Wölfin hereingerannt und sprang auf meinen Rücken. Als ich hinfiel und mir die Peiniger einen Eimer Wasser ins Gesicht schütteten, hörte ich sie sagen: Wisst ihr, wie lange er gelaufen ist? 39 Stunden. Wir hätten ihn zum Marathon nach Rio schicken sollen. Nachdem sie das Wasser in mein Gesicht geschüttet hatten, lief etwas Warmes über meine Wangen. Ich empfand die Wärme als angenehm, bis zu dem Moment, wo es in meine Augen und die Nase kam und zu stechen anfing. Ich öffnete meine Augen und sah den Bauch der Wölfin. Jetzt verstand ich. Die Bestie urinierte in mein Gesicht. Eine Demonstration der Menschenverachtung des sozialistischen Regimes. Ich wurde auf die Fußsohlen geschlagen, bis die Haut aufplatzte. Ich wurde von 2 Männern mit einem Eisenstab geschlagen. Sie wechselten sich dabei ab. Sie konnten nicht mehr. Aber das Problem war, dass ich noch mehr auszuhalten hatte. Es war Gründonnerstag und ich hörte die Glocken. Es waren Einzelzellen, in denen die Gefangenen völlig isoliert waren und nicht miteinander sprechen konnten. Als ich in die Zelle kam, gab es dort nichts. Kein Schrank, kein Bett, kein Stuhl, kein Tisch. Nur Gitter und Fenster ohne Rahmen. Wir wurden nackt in die Zellen gebracht. Das Wetter wurde jeden Tag schlechter. Es war windig.
und es schneite. Plötzlich hörte ich jemand an die Wand klopfen. Es war Professor Petru Tomescu, der Gesundheitsminister. Hören Sie bitte genau zu, sagte er. Jeder von uns geht herum. Wir wurden hierher gebracht, um durch Erfrieren ausgetilgt zu werden. Wer sich nicht bewegt, stirbt. Vergessen Sie das nicht. Gehorsam befolgte ich seinen Rat und ging täglich 23 Stunden auf und ab. Um 12 Uhr hörten wir damit auf. Es war der Moment, in dem die Sonnenstrahlen in unsere Zellen kamen. Wir knieten uns hin und die Sonne erhellte unsere Gesichter. Aber bald war sie wieder weg. Und nach einer halben Stunde waren wir durchgefroren und mussten uns wieder bewegen. 4 Monate lang gingen wir ohne Unterbrechung auf und ab. Unerbittlich hörte man die Schritte von 60 Männern, die die ganze Zeit umhergingen. Wer auch immer stehen blieb, starb. Jilava war ein Gefängnis, das etwa 8 bis 10 Meter unter der Erde lag. Die Luftfeuchtigkeit war so groß, dass man dort nichts aufbewahren konnte. Der Sozialismus aber war erfinderisch und fand heraus, wie man diese Festung gut nützen konnte. Nichts überlebte. Kein Zement, keine Sättel, keine Uniformen, nicht einmal Nahrungsmittel. Der Mensch überlebte. Die Fenster wurden geschlossen und mit Brettern zugenagelt, sodass weder Luft noch Licht in die Zellen drang. Die Zellen waren überfüllt. Einige schliefen auf Bettgestellen, andere darunter. Nach der Verhandlung wurde ich in das Gefängnis Aiut gebracht. Es waren Einzelzellen, in denen die Gefangenen völlig isoliert waren und nicht miteinander sprechen konnten. Als ich in die Zelle kam, gab es dort nichts. Kein Schrank, kein Bett, kein Stuhl, kein Tisch. Nur Gitter und Fenster ohne Rahmen. Wir wurden nackt in die Zellen gebracht. Das Wetter wurde jeden Tag schlechter. Es war windig und es schneite. Plötzlich hörte ich jemand an die Wand klopfen. Es war Professor Petru Tomescu, der Gesundheitsminister. Hören Sie bitte genau zu, sagte er. Jeder von uns geht herum. Wir wurden hierher gebracht, um durch Erfrieren ausgetilgt zu werden. Wer sich nicht bewegt, stirbt. Vergessen Sie das nicht. Gehorsam befolgte ich seinen Rat und ging täglich 23 Stunden auf und ab. Um 12 Uhr hörten wir damit auf. Es war der Moment, in dem die Sonnenstrahlen in unsere Zellen kamen. Wir knieten uns hin und die Sonne erhellte unsere Gesichter. Aber bald war sie wieder weg. Und nach einer halben Stunde waren wir durchgefroren und mussten uns wieder bewegen. 4 Monate lang gingen wir ohne Unterbrechung auf und ab. Unerbittlich hörte man die Schritte von 60 Männern, die die ganze Zeit umhergingen. Wer auch immer stehen blieb, starb. Jilava war ein Gefängnis, das etwa 8 bis 10 Meter unter der Erde lag. Die Luftfeuchtigkeit war so groß, dass man dort nichts aufbewahren konnte.
Der Sozialismus aber war erfinderisch und fand heraus, wie man diese Festung gut nützen konnte. Nichts überlebte. Kein Zement, keine Sättel, keine Uniformen, nicht einmal Nahrungsmittel. Der Mensch überlebte. Eine Form der Ausstrahlung der Gegenwart Gottes. Die Gebete brachten Gott zu uns und niemand, nicht einmal Atheisten, konnten von seiner Gegenwart unberührt bleiben. Ich wurde nach Lugoi verlegt. Irgendetwas hat das politische Klima in Europa verändert. Meine Frau und meine Tochter kamen. Meine Tochter kannte mich nicht, denn sie wurde geboren, als ich im Gefängnis war. Sie kam ganz allein in den Raum. Niemand rief sie. Und ich war geschockt, wie man ein 6-jähriges Mädchen mit Milizionären allein lassen konnte. Meine Tochter aber erkannte mich, obwohl sie mich noch nie gesehen hatte, und rief: Papa. Der direkte Kontakt mit Gefangenen war nicht erlaubt. Als aber der Milizionär, der Kommandant, das Mädchen sah, fragte er meine Frau: Wann hat sie ihn zuletzt gesehen? Meine Frau antwortete: Sie hat ihn noch nie gesehen. Sie ist in seiner Abwesenheit geboren. Das Mädchen war 6 Jahre alt. Die Situation berührte den Kommandanten innerlich. Also nahm er sie, führte sie hinter das Gitter, das uns trennte, damit ich meine Tochter berühren konnte. Ich küsste meine Tochter. Ich werde dieses Gefühl nie vergessen. Es fühlte sich an, als würde man mich mit einem Stück Draht schlagen. Ein Kuss, der schnitt wie ein Stück kommunistischer Draht. Wir bewahrten das heilige Brot bei uns, ohne zu wissen, wer es in den folgenden Tagen brauchen würde. Wir versteckten es in unserer Zelle. Eines Tages, als ich von der Arbeit zurückkam, stand einer der grausamsten Milizionäre neben meinem Bett. Er hatte auf mich gewartet. Er nahm eine Tasche, die wir gemacht hatten, und fragte mich: Was ist das, du? Heiliges Brot? Ich sagte ja. Und dann fielen die Brotstücke auf den Tisch und rollten auf den Boden. Ich kniete nieder und begann, die heilige Eucharistie überall aufzulecken. Ich sammelte alles auf, was noch aufzusammeln war, und stand auf. Indessen fragte mich das Biest, der brutale Milizionär: Glaubst du wirklich? Ich brach in Tränen aus und sagte: Ja, Herr Kommandant, ich glaube. Als er das hörte, wurde er weicher.
und im Hinausgehen aus der Zelle sagte er, bete auch für meine Frau, denn sie ist krank. Sie hat Krebs. Wenn ich am Rande meiner Kräfte angelangt war und um wieder Kraft zum Weitergehen zu haben, sagte ich zu mir, mit dir, Christus, durch dich, Christus, und alles zu deiner größeren Ehre. Es war kein teuflischer Ort. Es war der Ort meiner Heiligung. Es war der Ort, an dem viele den Glauben fanden und für ihre Sünden büßten. Wenn uns der Teufel also leiden lassen wollte, dann hat er uns und Gottes Heilsplan in Wirklichkeit einen Gefallen erwiesen. Der Teufel war da, aber er saß am Rand und raufte sich die Haare. Bangernen. Ich sagte, Herr Leutnant, sieht so der sozialistische Humanismus aus? Wir sitzen hier mit einem 80-Liter-Behälter voller Exkremente. Die Fenster sind vernagelt. Es gibt keine Belüftung. Ist das Humanismus? Wir müssen zu dritt auf dem Bauch an der Türschwelle liegen, damit wir ein bisschen Luft von draußen bekommen. Ist das Humanismus? Der Leutnant antwortete, haben Sie gehört, Herr Kommandant? Die Türschwelle ist nicht in Ordnung. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Schwelle ausgetauscht wird, damit Sie keinen Zug bekommen. Am nächsten Tag brachte ein Strafgefangener eine Türschwelle aus einem dicken Brett. Sie war absolut dicht. Es war nicht mehr der Hauch eines Luftzuges zu spüren. Ich arbeitete auch in einer Gießerei in Aiud, wo ich eine große Platte von mehr als 400 Kilo zu befördern hatte. Ein anderer Mann schob die Karre, während ich die Platte im Gleichgewicht hielt. Eines Tages fiel die Platte um und zerquetschte meine Hand. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht und von einem Chirurgen untersucht, der entschied, dass ich am nächsten Tag zur Amputation gebracht werden sollte. In der Nacht lag ich in meiner Zelle auf dem Rücken und weinte. Ich hatte große Schmerzen in meiner zertrümmerten Hand, die in ein Handtuch eingewickelt war. Ich weinte, und da sah ich die Silhouette eines Mannes an der Wand. Es war Monsignore Ghica, der mich zärtlich ansah. Er war seit mehr als einem Jahr tot. Er segnete mich und sagte, mein Sohn. In diesem Moment hörte der Schmerz auf. Am Morgen kam ein Milizionär, um mich ins Krankenhaus zu bringen. Sie legten mich auf den Operationstisch.